Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück. Jawohl, wir müssen noch ein Spiel machen, dann haben wir die Lucas Vazquez Challenge abgeschlossen. Also egal, ob wir jetzt verlieren oder gewinnen, wir haben die Challenge geschafft. Das freut mich sehr sogar. Bedeutet nämlich, dass wir viel freier aufspielen können jetzt und nicht diesen Stress haben, noch zwei Spiele gewinnen zu müssen, sondern ihn einfach jetzt spielen zu lassen, würde uns reichen. Oh, tut gut. Und da müssen wir uns am Ende der Woche zumindest schon mal mit unseren deutschen Karten verstärken, weil online jetzt doch immer mehr Leute die absolut krassen Team of the Season Karten haben. Muss aber immer noch sagen, Alaba und Chan halten noch gut mit aufgrund ihrer krassen Werte. Hoffe immer noch, dass wir Chan vielleicht nochmal verbessern können oder Alaba eigentlich auch. Chan ist schon ziemlich krass unterwegs. Da wäre natürlich ein gewisser Boost noch schön. Aber auf geht's. Gegen die Mannschaft gar nicht angeschaut. Schön dazwischen gegangen. Stanway. Lahm, Schweinsteiger. Oh wow. Hurricane. Vierte Minute 1-0. Vielleicht ein bisschen glücklich, könnte man es nennen. Oh. Zakaria dazwischen. Lewandowski 2-0, irgendwie kämpfen wir den Gegner da um an der Stelle. Ihr habt keine Ahnung, wie wir das jetzt gemacht haben, aber ich bin dankbar. Gegner wird es wahrscheinlich abbrechen. Ja, na gut, dann nehmen wir den Sieg mit. 2-0. Ja gut, war jetzt relativ fix. Das Spiel. Die Folge war jetzt relativ fix. Wo ich sagen muss, da war also jetzt viel Glück, dass dieser Ball, den er da querschlägt, direkt zu Lewandowski kommt und er hier den Verteidiger in die Mitte zieht, was natürlich dann dafür sorgt, dass hier Kane außen ganz viel Platz hat, der zweite Verteidiger genau denselben Fehler macht. Wie immer, die KI bleibt kurz stehen und dann kommt er nicht mehr mit. Torhüter kommt raus, Lloris schmeißt sich quer hin. Ah, Vidic ist es und Kane kann halt dann locker drüber lupfen. Lewandowski, ja, wie der das da genau macht, das ist eine gute Sache. Lloris hält, Lewandowski, oh, das ist Handspiel. Hier bewegt er jetzt gerade mal die Hand. So, dann kommt Zakaria hin, den doppeln sie jetzt irgendwie, Kane und Lewandowski. Ja, Kane läuft ihn halt einfach um, ist halt einfach ein Foul. Also das ist kein Ballgespiel von Kane, das ist halt einfach Stürmerfoul. Da, zack, läuft ihn um, Zakaria trifft den Ball nicht, fällt. Ja, Lewandowski kann ihn sich zurechtlegen, der Spieler reagiert zu früh und dann ist es einfach. Aber das hätte nicht zählen dürfen. Das ist ein klarer Stürmerfoul hier. Das ist ein klarer Stürmerfoul hier. Von Kane. Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist ein No-Go. Da muss man in dem Fall die Schiedsrichter-KI anklagen, mal wieder. Weil das ist ein klares Stürmerfoul. Das ist ein Wrestling-Move fast schon. Das ist nicht so nice. Aber ja, so, siegreiches Spiel. Stehen wir wieder da bei den zwei abgebrochenen Folgen. Oder bei dieser einen abgebrochenen Folge mit den zwei Spielen. Natürlich ärgerlich, aber ja. So, dann haben wir jetzt Vazquez, den wir da hochlüpfen dürfen auf 94, nee 93, aber 94 bekommen da bald. Das ist wirklich nice. Freut mir sehr. 94, 93, 94, sobald er fertig ist. Also eigentlich eher ein Offensivspieler. Also desto länger ich mir das jetzt anschaue, desto mehr sage ich, pff, den im Mittelfeld, ja. Rechts, also statt Beckham, hier.
Nach hinten auch nicht die Arbeitsrate, sehe ich gerade. Aber trotzdem, ja, 93 Defensivbewusstsein, fairer Zweikampf, 97 Grätsche, 93 Abfang, 98, da kann ich schlecht sagen, du machst was anderes. Genau, aber hier, wie gesagt, Chan hat eigentlich solide Werte für Defensive und Alaba auch. Aber wenn die natürlich noch ein bisschen zu pushen wären, wäre das schon extrem geil. Jetzt müssen wir mal schauen, was die anderen Dinge da noch, die Evolutions dazu mitgebracht haben. Haben wir nicht, glaube ich, doch, haben wir angeschaut, oder? Doch, haben wir schon angeschaut. Müssen wir uns die kleine Rodman kaufen? Läuft ab in 10 Tagen. Und theoretisch, zeitlich könnte man das ja noch schaffen. 3 Rivals Games. Ah. Na gut. Das müsste ich halt offline machen. Die 7, aber dann hätten wir halt einen 90er mit. Boah. Ja gut, aber trotzdem hat zwar gutes Tempo, gute Physis, aber halt nicht die Dinge. Bin frage, ob sie Sturm spielen kann. Eine 87 Gesamt, maximal 88 Tempo, 64 Defensiv, Minimum 64 Defensiv, Defensiv maximal 89, nee. Ah, 64 bis 89. Da müsstest du ja fast, ah gut, aber sie kriegt nicht so viel Boost. 5 Passen, 4 Dribbling, da ist nicht so viel Boost drin. Ohne mir das Geschacker dann hier reinfällt. Das wundert mich eigentlich gerade. Bundesliga-Tats? Ja gut, da haben wir schon 5 Mal reingeschaut. Einziges, was da vielleicht sehr interessant wäre, wäre eigentlich Hofmann. Ja, aber ist defensiv zu schwach. Goretzka, die Basisversion. Hat der über 84 Defensiv. Die hätte ich gern. Ist der sogar noch so viel, Alter. Du willst doch noch nicht sagen, dass es kein Leon Goretzka normal Gold selten mehr gibt. Dieses Game. Kopfschütteln. Manchmal, also ich glaube, dass der Transfermarkt ziemlich gebrochen ist dieses Mal. Also ich habe schon oft das Gefühl, dass er broken ist, weil du findest den Spieler nicht und dann suchst du sie und plötzlich sind sie doch da und dann stehst du da und denkst dir so, was war da jetzt los? Goretzka, nee, Goretzka würde gehen.
85 Base Goretzka würde auf 93 Base Goretzka gehen. Dann verpasst du ihm ein Shadow. Und deswegen ist er wahrscheinlich nicht verfügbar. Basic ist ja schon krass eigentlich. Das Shadow würde ihm ja 94 Tempo geben, dann hat er nur 89 Schuss in Anführungszeichen und 94 Defensive. Ja, das wäre eine Option, Base Goretzka da reinzuhauen. Das wäre eine Option. Dennis Undorf wird auch auf 93 kommen im Sturm. Grimaldo. Grimaldo, oh, der von der Base-Variante, hat aber ordentlich Schuss und Defensive sowie Physis-Probleme. Eieieiei. Auf dem Sentinel kommt es mit 90 Defensiv und 83 Physis. Aber der würde trotzdem ordentlich Probleme haben. Also ja, der Base Goretzka auf 93 wäre mir schon lieber. Frage ist, wo kriegen wir einen Base Goretzka her? 85 Mittelstädt. Geht auch auf 93 hoch. Nee, da hätte ich gern den 85er Base Goretzka, der uns fehlt. Da hätte man 93er Goretzka. Wollte ich immer noch sagen, muss bei den Spielerinnen, die wir da drin haben, sind 93er Base Goretzka halt auch weg. Aber komplett. Aber trotzdem, auf der Bank würde ich trotzdem nicht schlecht machen. Wie gesagt, Chaka. 92 defensiv hat der, deswegen ist er so. Ja. Den würde ich halt gerne irgendwo reinstecken, den 89er Grimaldo. Aber dann hätten wir zumindest schon mal jetzt ein Ding. Boah. Aber wieso kann der zum Beispiel maximal 86 haben? Das verstehe ich schon nicht. Und bei uns maximal 85. Premier League maximal 84. Das ist doch scheiße. Finde ich schade. Finde ich leider schade.
Aber ja, merken wir uns. Ich schau mal, dass wir einen Base Goretzka kriegen. Bis dahin, ciao und V, bleibt gesund. Wir sehen uns.